Wir werden also hier in der Minenstation ausgesetzt, um 8 Energiezellen zu finden, um Leviathan hochzufahren. Alles in allem sieht es hier mehr als ungemütlich aus. Und warum? Selbstverständlich, die Zerg haben hier ihre Hände, und ja, eigentlich ja ihre Klauen im Spiel. Die Map heißt Deadcraft und ist von Metalhead Mike Kosio. Wir steuern auch hier unseren Helden mit WASD und einer recht ungewöhnlichen Kameraperspektive. So schräg von oben lässt das alles ein wenig merkwürdig an. Wir machen uns also auf die Socken und folgen einem Weg, welchen uns unser Commander vorgibt. Auf dem Weg finden wir unsere Nagelpistole, die wir einfach anlegen und dann mit der Maus auf, ja, zack, ballern. Später finden wir dazu noch einen Helm, der uns Licht spendet. Hier treten sehr schön die Lichter hervor und die dynamischen Schatten. Doch das Interessanteste sind eigentlich die Leichen von Soldaten, die Tonträger bei sich tragen. Ja, ja, Bioshock lässt grüßen. Diese Tonträger erzählen uns, wo das eine oder andere Interessante versteckt ist oder was hier vorgefallen ist. Mehr werde ich darüber auch nicht verraten. Die Zerg sind natürlich nicht genug. Irgendwie geistert anscheinend auch noch ein Marine auf der Station rum, nach dessen Auftreten gerne mal das Licht ausfällt. Auch hier verrate ich nichts weiter. Zu guter Letzt, wer einen leistungsschwachen Rechner hat, sollte vorsorglich schon mal auf niedrige Grafikeinstellungen stellen, da selbst bei meinem Rechner teilweise nur 10 Frames pro Sekunde rauskamen.